weg. Ich will jetzt eigentlich keine massierenden Leute filmen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin, wie ihr seht, an einem Ort, der noch nicht auf meinem Kanal bekannt ist. Nämlich, ich bin draußen bei Pfaffenhofen an der Ilm. Das ist nördlich von München, glaube ich. Ich bin bei Louis Max. Hier findet nämlich ein Weißfrühstück statt. Ich denke, das ist mal so ein Saisonabschluss-Event. Und das war eigentlich letztes Jahr ziemlich gut, wie ich so gesehen habe. Deswegen bin ich diesmal auch mal mitgekommen. Und weil ich diesmal was davon wusste. Und wir schauen einfach mal, was abgeht. So, ich zeige schon mal was, bisschen was von dem, was hier da steht. Scuderia, aber mit silbernen Felgen, nicht mit grauen. Da hinten parken sie schon ein bisschen um, zeige ich alles gleich. Hier haben wir schon Gallardo, Lotus. Weiter geht's hier mit einem R32 oder so dürfte das sein. M5 V10. Richtig krasses Teil. Und hier sind schon echt geile Autos hier, F355 Berlinetta ohne F1-Schaltung. Hier parken, ja wie gesagt, die parken schon ein bisschen um. Aber das ist gerade da gleich hin. Hier noch ein Enlago California T und 488 GTW. Da kommen zwei F8. Beide rot. Hier steht ein weiteres Highlight von mir. Ja, nämlich hier vorbei ist. Das ist nicht Serie. Jedenfalls, der so LM-Leichtfelgen, auch ein Racing-Lenkrad, geiles Interieur, auch einer mit der Handschaltung. Das ist richtig geil. Und hier steht, by the way, noch der Mondial. Was macht der jetzt? Hier draußen stehen auch schon ein paar Sachen. Zum Beispiel hier ein schwarzer 16M. Sehr geil. Blauer S90. Pista Spider in Rot. Und ein sehr schöner Portofino M. Das ist ein hellblau, aber alles halt unangemeldet. Hier stehen übrigens noch zwei 765 und da zwei 430. Hier drin finden wir 3 SF90. Da oben Altimon. Und finden Taylor Mayfair gehabt. Und da kann man noch einen Teil von dem Delta S4 sehen. MC20. Und es dürfte ein Fake GTO sein, bin ich mir aber gar nicht sicher. Hier kann man noch reinschauen, auch 12 GTS. Altimon. Hier, by the way, noch ein SF90. In Rot. Dann noch so ein bisschen Standardzeugs. Also insgesamt, boah, geht krasser, aber ist schon ziemlich geil, Scuderia und das ab. Und für die, die es interessiert, die 2430 hier sind leider keine Handschalter. Aber selbst als F1 dürfen die sehr geil sein. Also bin ich mir sehr sicher und finde ich persönlich, was ich schon wieder erzähle. In dieser Garage stehen übrigens auch noch ein Scharfschlecht. Zwei Ferraris. Da kommen noch ein paar. Haben wir gerade schon aus der Ferne gesehen. Oh, schöner Pista dabei. Schöner Pista Spider aus Ebersberg. Rot. Sehr geil. Aber die Felgen war ewig. Geil. F355. So schön in Gelb. Zwei richtig geile Sachen habe ich noch. Einmal hier. Handschaltung in 360. Und auch bei diesem schönen Gallardo finden wir eine Handschaltung. Das ist richtig geil.
Und selbst hier in dem 2 haben wir eine Handfalte. Ich klinge einfach immer noch total krank. Und es kann sein, dass es dem einen oder anderen schon aufgefallen ist, dass ich vor allem im letzten Video teilweise echt oft geblinzelt habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke einfach, dass es daran liegt, dass meine Augen total trocken sind. Aber mit ein bisschen Trinken dürfte ich das auch wieder hinbekommen. Aber wundert euch da bitte nicht. Das ist einfach, ein bisschen komisch. Aber wird hoffentlich. Irgendwas kommt da schon wieder. Also erstmal im 3. Und Gallardo. Das ist auch das, was so laut ist. Richtig clean, erste Generation. In Orange. Jetzt übrigens ein Highlight kommen und es kommt auch. Aber mit den normalen Felgen. Also man sagt, dass der Fake ist. Man sieht es eigentlich auch, aber er hat halt eine Plakette, deswegen war ich mir nicht sicher. Und da kommen schon wieder die Nächsten, deswegen muss ich schon wieder filmen. So clean. Da kommen die Nächsten. Unter anderem ein sehr geiler Huracan Performante. Sehr schönes Grün-Gelb. Glaube ich, jeder für sich entscheiden, was das ist. Oder den Hersteller. Den Probefilter dürfte man vielleicht noch was Gescheites hinbekommen. Sieht auch schon sehr geil aus. Da kommen die zwei Pistas, die waren letztes Jahr, denke ich, auch dabei. Eine aus Ebersberg, Flabberstadt. Und der kenne ich meine Heimatstadt nicht mehr. Also meine zweite. Christopher Puck mal 2. Einer Metallic, einer Uni. Dann haben wir hier noch einen 360 und noch einen Pister. Und das dürfte dann wahrscheinlich, ja, das ist der Lachauer. Genau. Schon sehr nice. Ding
Sustain in performante bzw. Superleder anlegen. Das ist cool. Oh, geil. Das Ultimate. Oh, ist der geil. Komm, dann gehen wir. Das ist französisch, das kennst du, glaube ich. Geil. Richtig cleanes Back. Und sehr sweet. Nee. Ja. Der war auch beim Motortreff und bei dem Event letztes Jahr, das war ja gleichzeitig. Und diesmal ist das Motortreff zum Glück eine Woche später, weil es verschoben wurde wegen einem anderen Event dieses Wochenende bei der Motorwelt, also heute. Kalifornien, genau. Übrigens zwei sehr schöne grüne Lambos. Und nicht nur das, da kommen noch ein paar andere Autos, zum Beispiel ein weiterer F355, DB9. Und auch das ist ein Handschalter. So, im Moment gehe ich hier so ein bisschen durch, schaue mir die Autos an und mache ein paar Bilder mit meinem Handy und dem Poolfilter. Aber es dürften trotzdem noch ein paar Autos kommen. Die Frage ist natürlich, wann. Hier steht jetzt zum Beispiel der Gumpert. Hier hinten versteckt steht übrigens auch noch einer von den F355. Und sonst steht halt überall ein bisschen was von dem Standardzeug. 1.8 mit Handschaltung, wie schön. Und dieser 360 hat auch eine Handschaltung, aber ich kann es gerade nicht erkennen. Ach da. Und den hier finde ich immer noch richtig geil. Aber ich erkenne einfach absolut gar nichts. Ja genau, der hat auch Automatik. Der ist übrigens Giallo Triplo Strato, glaube ich, heißt es. Und glaube ich ist der halt. Und hier hinten ist noch der weiße Pista Spider, der letztes Jahr beim Motortreff und hier war, aber hier war ich auch oft vertreten bei Events, der F12, was sag ich eigentlich, California TN Lago. Standardfahrrad von allen der 1000. Wir haben uns das Auto gerade nochmal angeschaut. Es ist anscheinend doch kein Mansory Stallone, sondern ein für Stallone, soll wohl irgendein Schauspieler sein, glaube ich. Für den speziell getunter, umgebauter F12 sein. Wirklich schön finde ich es nicht und wirklich hochwertig sehen die Plaketten und die Zeichen im Innenraum auch nicht aus. Aber klingt auf jeden Fall sehr geil. Und F12 ist ein F12. Auch ein richtig geiles Auto. 4200 dürfte das sein, wenn es scharf steht. Der hier scheint übrigens auch nicht ganz stock zu sein, hat hier G-Power-Felgen. Ein total geiles Interieur, das wird stock sein. Weil das kriegt man so ja bei BMW. Und Abgasanlage soll wohl auch von G-Power, G-Power, wie auch immer sein, steht auch sogar drauf. Auf jeden Fall fettes Teil, klingt denke ich auch dementsprechend. Und ich gehe gleich mit dir mit zu den anderen. Zu 16M, Pista und SF19. Ja, das ist auch ein bisschen schwer, ja. Aber ich würde sagen, es sind etwas mehr Autos. Hier ist übrigens auch noch ein F-350. Bin mir aber auch nicht sicher,
ob ich den schon gesehen habe, weil hier ist einfach so viel. Es sind einfach so viele Standardfahrer, so viele F3-5, so viele F8, so viele Pistas. Es ist eigentlich schon fast langweilig, die einzelnen Autos. Und was ich auch noch sagen wollte, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, weil ich ja das Motortreff schon erwähnt habe, jetzt vor ein paar Minuten, im Vlog vor ein paar Minuten. Da werde ich auch sein. Das wird wahrscheinlich der übernächste oder übernächste oder irgendwie sowas. Der ist heute noch der übernächste oder der überübernächste. Schauen wir mal. Aber da bin ich auf jeden Fall auch. Hier steht übrigens noch der GT4. Falls ich ihn euch schon mal gezeigt habe. Und hier steht noch ein orangener Huracan. Ich will jetzt eigentlich keine massierenden Leute filmen. Aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Schöner GTS. Ja, den kennen wir. Und damit will ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Für dieses Video ist die Zeit gekommen. Eine Sache will ich euch zeigen, es war kein Deutscher, aber egal. Der hat hier so ganz komische Sachen an den Felgen. Aber ich finde es so geil, dass er eine Handschaltung hat. So ein Traumauto, aber auf dem Markt gibt es eigentlich keine. Falls keine guten Highlights, der Gumpert Apollo eigentlich, denke ich, dann noch der 512 BB, denke ich, war es. Was? Nee, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein BB oder ein BBI war. Ist auch wurscht. Was war noch Highlight? Die ganzen 355, vor allem der blaue mit diesen LM-Look-Felgen, der hat mir sehr gut gefallen. Der gelbe Scuderia, der grüne Aventador S, wahrscheinlich habe ich noch 1000 Millionen Sachen vergessen. Auf jeden Fall war es mega geil, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch, wenn es der Fall ist, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.